Glänzende Aussichten sind das, wenn über 2300 Blechbläserinnen und Blechbläser ihre goldenen Instrumente in die Höhe halten. Und der Sound ist ebenso beeindruckend, wenn die Masse loslegt. Der Badische Landesposaunentag findet zum 30. Mal statt. Diesmal auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Hier grünt und blüht es. Und an jeder Ecke ertönen heute farbige Klänge dazu. Nicht immer war es hier so friedlich und bunt wie heute. Das ehemalige Militärgelände hat Geschichte. Wenn man das ein bisschen erforscht, dann merkt man, da wurden früher auch Befehle gebrüllt. Es wurden Schießübungen gemacht, es wurden Panzer umgespritzt für den Kriegseinsatz. Und dass jetzt hier die Töne der Hoffnung und Töne des Friedens erklingen und Blumen gesät werden, das ist einfach ein Zeichen. Unter diesem Zeichen sind aus ganz Baden, aber auch aus dem angrenzenden Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz ganze Posaunenchöre angereist. Posaunenchöre sind typisch evangelisch. Es sind Laienensembles, die auf die Erweckungsbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgehen. Seitdem ist ihr Choralsound zu kirchlichen Feiertagen, Festen und in Gottesdiensten legendär. Seit 2016 gehören Posaunenchöre zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe in Deutschland. In Posaunenchören spielen übrigens nicht nur Posaunen mit, sondern alle Blechblasinstrumente, also auch Trompeten, Hörner, Tuben und so weiter. Der älteste Posaunenchor Badens ist 175 Jahre alt, der jüngste gerade einmal 12 Jahre alt. 2011 wurde der Posaunenchor Mannheim-Neckarstadt gegründet. Und nicht nur der Chor selbst ist jung. Die Chorleiterin Katharina Gortner kommt aus einer Posaunenchorfamilie und hat noch studiert, als sie die Leitung in der Mannheimer Neckarstadt übernahm. Auch eine Besonderheit ist, glaube ich, dass es viele junge Leute sind, die da mitspielen. Viele Studenten, die nach Mannheim zum Studium beispielsweise kommen. Als Erkennungszeichen hat sich der jüngste Posaunenchor Badens für den Landesposaunentag Hüte gebastelt. Bald soll es viele neue Posaunenchöre in Baden geben. Als Hoffnungszeichen und frischen Wind für die Gemeinden, erklärt Landesposaunenwart Armin Schäfer. Über 300 Jungbläserinnen und Jungbläser musizieren heute auf dem Posaunentag in Mannheim. Damit sind nicht nur Kinder und Jugendliche wie seine Töchter gemeint, sondern alle Anfänger, also auch Erwachsene. Denn ein Blechblasinstrument kann bis ins hohe Alter erlernt werden. Das ist wirklich schön, dass eben von jung bis alt, wir haben jetzt hier 7-Jährige, wir haben aber auch 70-Jährige dabei. Die spielen alle gemeinsam und haben alle Freude an der Sache. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, dass es so generationsübergreifend ist. Generationenübergreifend geht es auch bei Familie Christian aus Ladenburg zu. Jedes Familienmitglied spielt ein Blechblasinstrument. Wenn nicht gemeinsam auf dem Landesposaunentag, dann im heimischen Garten. Mutter Anke musizierte schon als Kind auf der Schwäbischen Alb in einem Posaunenchor und hat ihre Familie angesteckt. Angefangen mit ihrem Mann Andi. Der wollte ihr zuliebe Posaune spielen lernen. Die beiden Töchter Caro und Dori folgten. Die Kleine hatte schon im Bauch gehört im Prinzip, weil ich durchgespielt habe bis kurz vor der Geburt. Und die spielt ja jetzt auch Trompete. Und die zweite Tochter, die hat sich für Posaune entschieden. Somit ist die Familie jetzt quartettfähig. Wenn in der Bibel von Posaunen die Rede ist, wird etwas Besonderes angekündigt. Dann komme Gott zu den Menschen, so die badische Landesbischöfin Heike Springhardt. Umso wichtiger erachtet sie die Posaunenarbeit der Evangelischen Landeskirche in Baden. Ich glaube, dass so ein Event wie der Landesposaunentag und einfach die Chance hat, dass er
in einem öffentlichen Raum, jetzt hier zwischen blühenden Blumen auf der Buga oder auf Marktplätzen, Kirche sichtbar und hörbar macht. Und deswegen brauchen wir auch solche großen Events. Spielen Sie selbst auch ein Blechblasinstrument oder hat jemand in Ihrer Familie vielleicht mal eins gespielt? Also Posaune oder sowas nicht. Mein Bruder hatte mal eine ganz mini kurze Karriere als Tenorhornbläser, aber ist nicht weit gegangen. Ich selber spiele Querflöte, aber das ist ja Holzblasinstrument, streng genommen. Auch der heute wohl prominenteste Gast hat einmal ein Blasinstrument gespielt, war als Posaunist in zwei Musikkapellen aktiv, habe dann aber mit 20 Jahren und damit viel zu früh aufgehört zu spielen, bedauert Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ich habe es ja heute den jungen Bläsern gesagt, tut alles in eurem Leben, müsst dies und jenes, lasst auch mal was, aber gebt nie auf, euer Instrument zu spielen. Das ist einer der großen Fehler meines Lebens. Also das ist einfach auch etwas, wo die eigene Kreativität einfach zum Ausdruck bringen kann, mit anderen zusammen. Und das ist was sehr Menschliches. Diese Menschlichkeit und Herzlichkeit ist an diesem Wochenende auf dem ganzen Landesposaunentag zu spüren. Jung und alt musizieren gemeinsam, schließen sich zu einem großen Massenposaunenchor zusammen, spielen kollektiv Choräle, aber auch Jazz und Popmusik. Am Ende halten alle noch einmal ihr güldenes Blasinstrument in die Luft. Das nennt man dann übrigens ganz passend Flächengold.